Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Was ist ein Magen-Bypass? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und von all denen, die von euch am Magen operiert sind, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr habt. Schlauchmagen-Bypass, Omega-Loop, Schlauchmagen und Bypass. Es gibt ja mehrere Varianten, dass man erst einen Schlauchmagen kriegt, dann einen Bypass zum Beispiel manchmal bekommt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ihr Lieben, denkt dran, das Plus weg. Und jetzt gucken wir mal rein. Ich hatte mehrfach Patienten, die in einem Adipositaszentrum gerne eine Magen-OP machen wollen. Und dieser Magen-Bypass wird zum Beispiel, es ist eine Art Operationsmethode und der wird gemacht, zum Beispiel bei Übergewicht. Es ist immer so, dass diese Magen-OPs, den Sinn haben, dass sozusagen weniger Nahrung aufgenommen wird und dass in dem Zusammenhang sozusagen das Körperfett abgebaut wird. Und was passiert da? Also, wenn wir uns jetzt müssen wir nochmal einmal in den Schlauchmagen reingucken. Hier kann man das etwas besser sehen. Ein normaler Magen sieht sozusagen so aus. Der hat also ungefähr die Größe wie eine Faust. Dieses hier ist der sogenannte Schlauchmagen, das heißt, ein Teil des Magens wird rausgenommen. Und beim Bypass sieht das etwas anders aus. Das ist hier der gesamte Magen und dieses Stück hier oben ist auch Magen. Dieses Stück sitzt normalerweise dort dran. Also wenn ihr das überlegt, muss das hochkant sein. Das ist hier Gallenblase und Gallengang einfach nur dargestellt. Und dieses hier ist sozusagen der Darm. Und beim Magen-Bypass ist es so, dass man den 12-Finger-Darm, hier kommen die ganzen Enzyme, die Gallenflüssigkeit, hier kommt die Bauchspeicheldrüse, produziert ihre oder gibt ihre Insulinstruktur ab. Und dieser 12-Finger-Darm wird an einer bestimmten Stelle gecuttet, um sozusagen den zu verkürzen und dann den Teil Dünndarm, der hier ist, der wird dann hochgezogen. Das heißt, hier oben haben wir einen Rest-Push. Der Magenanteil bleibt tatsächlich beim Bypass liegen, weil man sozusagen im super Notfall hier auch wieder das Ganze zurückdrehen könnte. Ich selber habe es bis heute nicht erlebt, dass das gemacht wird, aber die Option hat man sich offen gelassen. Das heißt, es ist nicht so, dass man irgendwie den Magen komplett rausnimmt in dem Zusammenhang bei dem Magen-Bypass. Im Zusammenhang des Übergewichtes, sondern er wird gecuttet. Und wenn ich diesen Dünndarm hochziehe, habe ich eine andere, bessere Verstoffwechslung. Ein Magenbypass zum Beispiel wird sehr häufig eingesetzt, wenn zum Beispiel Diabetesdiagnosen da sind, weil ja der Zuckerstoffwechsel hier stattfindet. Und man muss allerdings immer gucken, ein Bypass ist nicht die erste Priorität bei sehr hohem Übergewicht. Das heißt, alles, was über 150, 160, 170, 180, 200, 250, 300 Kilo ist, machen wir in der Regel immer erst einen Schlauchmagen. Ja? Das hängt ein bisschen mit den OP-Methoden des Klinikums zusammen. Wir haben ja drumherum auch immer eine Fettansammlung. Wir haben die Leber, die sozusagen über dem Magen-Darm-Trakt liegt. Das ist ja alles nicht so frei, wie wir es jetzt hier haben. Und daher gibt es die Möglichkeit eines sogenannten Magen-Bypasses. Also ihr Lieben, jetzt wisst ihr so ein bisschen, was ein Magen-Bypass ist. Ein Magen-Bypass ist immer empfindlicher als ein Schlauchmagen. Und beim Magen-Bypass kann es immer sein, dass, wenn ich zu schnell zu viel esse, das kann beim Schlauchmagen auch passieren, dass das hier so durchrauscht, das sogenannte Dumping, dass man das bekommt. Und zwar wird ja die Verstoffwechslung hier der Nährstoffe findet dort statt. Und wenn ich hier oben zu schnell zu viel reinsetze, kann mir schlecht werden. Und dann spucke ich das wieder aus. Das heißt, man muss immer beim Bypass, genau wie beim Schlauchmagen, die Portionsmengen austarieren. Und der Bypass hat immer die Tendenz, nicht so gerne Kohlenhydrate essen zu wollen. Also Ziel ist immer Eiweißquelle, Gemüse-Eiweißquelle. Natürlich kann ich Vollkorn-Mehrkornbrot, wenn ich aus dieser Flüssig-Brei-Phase nach OP raus bin, das wird häufig besser vertragen, kann ich das nutzen, weil Ziel der Mehrkorn-Vollkornbrot oder Graubrot-Mischbrot ein langsamerer Blutzuckerverlauf ist. Und wichtig ist auch, der Magen, also Schlauchmagen oder Bypass, gibt auch eine Rückmeldung. Das heißt, wenn ich 2-3 Löffel esse, ist sozusagen Stopp,
gerade in den Anfängen. Es kann später sein, wenn wir länger Bypass oder Schlauchmagen haben, dass wir merken, dass wir wieder auch in den Portionsgrößen ganz bisschen mehr essen können. Tipp von mir für beide OP-Methoden, Schlauchmagen oder Bypass, oder es gibt ja auch noch Omega Loop. Da ist es so, dass ihr immer mehrere Mahlzeiten esst. Versucht immer kleinere Mahlzeiten, versucht sozusagen Zwischenmahlzeiten einzubauen, weil die Zwischenmahlzeiten lösen das Problem mit dem Sodbrennen zum Beispiel beim Schlauchmagen ganz häufig. Und beim Bypass passt ja eh weniger rein, kleinere Menge, ist natürlich immer die Verdauung besser, wenn ich kleinere Portionen und dadurch das häufiger habe. Also ihr Lieben, jetzt wisst ihr, was ein Bypass ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so darüber denkt. Ganz liebe Grüße und habt einen schönen Tag.